Herr Giacobbo, Sie machen den Film. Wie wäre es, wenn Deutschland der Schweiz würde beitreten? Sie sind im Grunde nach ein kleiner Imperialist. Man stelle sich mal vor, wir wären ein Kanton der Schweiz. Das wäre ja geradezu ein Segen für Deutschland. Es bräuchte natürlich eine Abstimmung, oder? Ich kann mir das gut vorstellen. Machen Sie sich keine Illusionen. Viele Leute haben Angst davon. Also ich finde es natürlich gut, allein wegen der Steuern. Es würde ihnen auch viel Ärger erspart. Die Schweiz hat immer für jedes Problem eine Lösung, selbst für die Deutschen. Halt, Schweizer Grenzwache! Hände hoch! Die Schweiz ist das Schockiland mit den Uhren und dem Heidi und dem Fränkli und dem Sprüngli und dem Brüterli. Ja, nicht lecker. Es ist ein putziges kleines Bergvolk. Ich verstehe es nicht immer richtig. Geschichte ist wie Plastilin. Man kann es so formen oder so, aber es gibt halt Leute, die formen sie mehr so. Die direkte Demokratie, das ist nicht einfach nur ein Verfahren. Das wurde erstritten, das wurde erkämpft. Das wird auch in Deutschland kommen. Wir haben in der Schweiz das Konkordanzsystem, das heisst, jeder schwätzt ein bisschen mit. Deutschland wäre der ein Kanton und wir sind immerhin 26. Das könnte schon zu Spannungen führen, glaube ich. Das würde denen gut tun. Ich bin ja auch nicht so ein rasanter Typ, aber ich muss mal sagen, manches dauert in der Schweiz einfach zu lange. So wie ich die Schweiz kenne, gäbe es sicher irgendwelche, die dagegen wären. Das kann ich mir schon vorstellen.